Hallo, meine lieben Kreativen. Ja, ich habe eine weitere Kooperation. Ich denke, es ist das. Ja, und zwar von der Webseite newcraftday.com. Die bieten Diamond Paintings an mit runden Steinchen, mit viereckigen Steinchen oder halt halbe Bilder. Also so, dass nur das Motiv, das Grundmotiv im Endeffekt mit Diamond Painting ist. Die haben aber auch Sticker, die man mit Diamond Painting machen kann. Die haben auch Mal nach Zahl und die haben auch Kreuzstich, Bilder. Und ja, die haben mich angeschrieben, freundlicherweise. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt wisst ihr auch, wieso ich die Schächtelchen gekauft habe. Und die hat gesagt, ich darf mir in einem bestimmten Wert was aussuchen. Ich habe nur eine Kleinigkeit ausgesucht. Es reicht auch, finde ich. Ich wollte jetzt nicht das komplette Budget ausnutzen. Hätte ich machen können, ja, aber ich wollte nicht. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke, dass es das ist. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Klar, ich hätte die zwei Bilder nehmen können, aber ne, wie gesagt, ich wollte es nicht unbedingt ausreizen. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe natürlich alles ausgeschwärzt. Sie hat mir auch dann einen Rabattcode gegeben, den verlinke ich euch unten in der Infobox. Natürlich verlinke ich euch auch den Shop in der Infobox und mein Produkt, was ich bekommen habe. Und ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Es ist schon ein Stück her, dass ich das letzte Mal Diamond Painting gemacht habe. Sie hat mir dann auch die Sendungsnummer zugeschickt. Ja, das ist das. Und demnach glaube ich, dass es das ist. Es ist zwar noch nicht markiert als zugestellt, aber oh, schaut mal. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, in der Kamera kann man sehr, sehr gut erkennen. So schaut das fertige Bildchen aus. Es ist sehr, sehr klein. Das Bild hier oben, aber es ist ja völlig wurscht. Ich weiß gerade gar nicht, wie groß das ist. Es ist auf jeden Fall ausreichend, weil jeder, der schon mal Diamond Painting gemacht hat, naja, so 22,8 mal über 30 auf jeden Fall. Pi mal Daumen 32,5. Naja, aber jeder, der Diamond Painting gemacht hat, der weiß, wie lange man an so einem Bild sitzt. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist entspannend, wenn man die Zeit und die Muße dazu hat. Es sind 20 Farben, sehe ich hier. Und ich bin so unglaublich gespannt. Und was ich richtig, richtig klasse finde, ist, dass man die Symbole und die Zahlen sehr, sehr schön erkennen kann. Also die sind wunderbar abgedruckt. Nichts verwaschen, nichts verschwommen. Ich hatte das leider bei meinem Diamond Painting Bild, dass teilweise die Symbole nicht gut zu erkennen war. Aber hier muss ich sagen, hier erkenne ich jedes Symbol. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich bin mega gespannt, wenn es fertig ist. Natürlich kommt im Lieferumfang der Wachs, ein Stift und ein Schiffchen dazu. Das ist logischerweise dabei. Und hier haben wir die Farben. Ich habe mich für runde Diamond Paintings entschieden. Ich hatte mit eckigen mein letztes Bild gemacht. Da muss man aber wirklich haargenau arbeiten, weil sobald man irgendwie mit dem eckigen dann irgendwie ne, verruckelt, hat man dann das komplette Bild schief und man darf die dann irgendwie wieder ausgleichen. Und ich habe gehört, die runden sollen viel, viel einfacher sein. Ich bin eigentlich auch schon wieder auf dem Sprung, ne? Und mein Kind abholen. Aber ich freue mich so, so sehr, so dermaßen. Aber zuerst mache ich mein anderes Projekt fertig. Ja, also was ich jetzt auch hier erkennen kann, also nicht wundern, ich habe Kleber an die Finger. Ich bin nebenbei am Basteln, man sieht es hier. Was ich auch hier erkennen, also so auf den ersten Blick erkennen kann, sind tatsächlich wenig reine Schwarze dabei, ne? Aber haben wir schon fast gedacht, weil das relativ bunt ist, das Bild.
Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, knister, 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 was ich jetzt hier so auf den ersten Blick erkennen kann, dass die Steinchenqualität nicht von schlechten Eltern ist, das ist ja, ja klar, ne, wenn man damit, man muss damit rechnen, wenn man das Zeug, ich will jetzt kein China-Verschicker, China-Händler schlecht machen, was Diamond Paintings angeht. Meins kam auch aus China. Aber da hat man dann schon den Preis gemerkt, ne? Also, wisst ihr, wie ich meine? Man hatte schon teilweise Steinchen gehabt, die wo ja nicht gepasst haben. Oder tatsächlich noch in einer Reihe zusammenhängt war. Also ich will niemanden schlecht reden. Aber was ich hier auf jeden Fall sehen kann, ist, dass die Qualität... Oh, da haben wir noch mehr Schwarz. Okay, will ich nicht verteufeln, da haben wir noch mehr Schwarz. Also ihr seht schon, ich bin so gespannt. Ich bin so unglaublich gespannt, wenn das fertig ist. Wenn ich das Ganze natürlich fertiggestellt habe, werde ich das auch nochmal separat in einem Video zeigen. Aber wie gesagt, es kann ein bisschen dauern. Jeder, der Diamond Painting macht, gemacht hat, weiß, dass, ja, auch wenn es kein großes Bild ist, ne? Ihr seht schon, es ist nicht so groß wie meine Matte. Aber das langt mir vollkommen. Das langt mir vollkommen. Und ich bin so, so happy. Ich bin echt gespannt auf dem... Also man sieht schon, es schaut schon unglaublich klasse aus. Oh, ich möchte am liebsten jetzt damit anfangen, aber nein, ich hole jetzt meine Tochter vom Kindergarten ab. Und dann werde ich mit ihr noch was unternehmen. Ja, ich freue mich mega. Was ich noch sagen wollte, die haben einen kostenlosen Versand ab $45 Bestellwert. Und ihr bekommt pro Einkauf Punkte und wenn ihr die dann einlöst, ich müsste jetzt lügen, waren das 500 Punkte? Ich glaube 500 Punkte bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Das dazu. Aber ihr bekommt, wie gesagt, einen Rabattcode von mir unten in der Infobox. Und ich danke auch nochmal, vielen lieben Dank, newcraftyday.com. Ich bin so gespannt, wie das fertig aussieht. Es sieht jetzt schon klasse aus. Also in der Kamera kommt es viel besser rüber, vielleicht weil ich viel zu nah davor sitze. Ihr seid ein Ticken höher, wie ich. Aber ich bin echt mega gespannt. Ja, aber man erkennt schon echt, was es ist. Ja, und Halloween, ne, geht bei mir immer. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Auch nochmal vielen lieben Dank für die tolle Kooperation. Ich freue mich so dermaßen. Ich habe mich schon lange auf so eine auf Diamond Painting gefreut. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Mein großes Projekt erst fertig machen und dann mache ich das Diamond Painting. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich verabschiede mich von hier aus. Ja. Vergesst es einfach. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.